Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 1.7.2024. Und die Frage, die hier im Raum steht, ist das, was wir im DAX sehen, eine Flagge oder eben nicht? Haben wir uns auch zum Seminar. Wir sehen hier einen komplett neuen Chart oder einen ja, durchaus anders gekennzeichneten Chart als die letzten Tage. Das ist jetzt quasi die Version, die die Seminarteilnehmer auf dem nackigen Chart erstellt haben. Das heißt, sie haben einen nackigen Chart bekommen, ohne irgendwas eingezeichnet, haben das alles selber reingesetzt. Das heißt, wir sehen auch hier jetzt eine EMA, nee, nicht eine EMA, eine SMA 100 drin, die mit reingenommen wurde, weil sie ja auch wichtig ist, weil der Markt sich eben auch drauf stürzt und ein aussagegemäß Unterbieten der SMA 100 hier eben auch andeuten könnte, dass der Trend nach unten kippt. Auch übergeordnet ist aufgefallen, dass ja diese ganze Aufwärtsbewegung seit November hier tatsächlich trendseitig technisch betrachtet schon gebrochen ist. Das Einzige, was hier noch fehlt, wäre jetzt eben auch noch ein neueres Tief, was man bei weiterem Absinken im DAX auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn er denn weiter fällt und das tatsächlich eine bärische Flagge ist, die hier auflöst. Untergeordnet sieht das auch weiterhin tatsächlich sogar erstmal so aus. Ja, wir haben auch zum Freitag jetzt dieses Hochziehen gekriegt. In der Analyse zum Freitag hatten wir eben darüber gesprochen, dass es jetzt interessant werden sollte, wie er sich timingtechnisch hinstellt, damit er eben die 350, 300 gehalten kriegt. Zum Abend hin hatte ich gesagt, um eben dann in die letzten Stunden rein hier irgendwie noch auf 400, 420 ranrennen zu können. Das ist ihm nicht gelungen. Er hat zwar die 300, 350 erreicht, aber eben nicht halten können in den Abend hinein. War schon viel zu zeitig, war schon Mittag früh da oben gewesen. Das war natürlich viel zu schnell und hat dann eben nicht gereicht. Aber wir sind auch unten nicht rausgegangen. In der Analyse für den Freitag hieß das so sinngemäß, wenn er unter 180, 150 fällt, dann würde das eben weiteres Kurspotenzial nach unten aktivieren. Das hat er ja nicht gemacht, bleibt aber hier jetzt so auch weiterhin Gegenstand. Ja? Also die Seminarteilnehmer haben jetzt hier aus der Analyse eher gekennzeichnet, dass wir zum Montag die Chance hätten, hier eben nochmal hochzustechen. Auch eben aus dem Grund, weil er sich hier gut gefangen hat und auch stabilisiert hat. Ja, das heißt, wenn wir unseren DAX über 260 am Montag sehen, rechnen die Seminarteilnehmer und auch ich, damit dass wir wieder in die 350, 300 reinlaufen und darüber hinaus eben auch die obere Flaggenkante erreichen könnten. Und das wird dann eben maßgeblich, wie reagiert der Markt da oben, wie verhält er sich an der oberen Flaggenkante, geht er durch oder nicht, und haben deswegen auch hier auf Tagesebene jetzt einen neuen Pfeil mit drin, der uns so viel sinngemäß sagen soll, dass wenn der Markt über diese Flagge hinaussteigt, dort rausgeht, er wieder Platz bekommt bis an diese Abwärtstrendlinie, die ja bei 18.700 liegt, die er tatsächlich auch schon aus meinem Chart kennt, haben die Seminarteilnehmer sich das jetzt selber so auch reingezeichnet und nochmal mitgenommen. Und auch das Potenzial, wenn die Bewegung dann eben nach oben gelaufen wird, mit Kurszielen im Bereich um 2,45 bis 3,35. Soweit die Betrachtung auf der Oberseite. Wie gesagt, sollte die Flagge auf der Unterseite nicht halten und wir aus der unteren Kante rausgegangen, hat jemand gesagt, von den Teilnehmern, dass wir vermutlich erstmal auf die untere Kante gehen. Ich gehe mal hier nochmal auf die 2 Stunden, da kriegen wir sie besser gegriffen. Untere Kante liegt jetzt im Bereich um knapp unter der 18.100, ja im Bereich um 18.90 etwa rum. Wir würden dort wahrscheinlich nochmal reagieren, sehe ich auch so. Und wenn die Kante dann nach unten aufgegeben wird, würde das eben nach unten Raum eröffnen. Da stehe ich auch genauso dahinter, auch wenn ich weiterhin davon ausgehe, dass das vielleicht wirklich etwas anderes ist als eine Flagge. Ja, kann sich ja auch durchaus noch ändern, sieht es trotzdem momentan so aus, und da sind wir auch vollkommen richtig unterwegs, wenn wir sagen, okay, handle das, was du siehst, und wenn wir hier momentan eben eine sehen, sollten wir sie auch erstmal so betrachten, wenn man auch vielleicht nicht mit vollem Einsatz jetzt auf die bärische Flagge hintreten sollte, sondern eher erstmal guckt, wie die dann tatsächlich an der oberen Unterkante auflöst. So war auch, glaube ich, die zusammenfassende Meinung von allen, wenn ich das richtig aufgegriffen habe, ja, dass wirklich erstmal wichtig wird, wie gehen wir an der oberen oder unteren Kante ab, um dann eben weiteres abzuleiten. Sollte die untere Flaggenkante aufgegeben werden, hätten wir hier erstmal einen Platz bis zum letzten Tief, was jetzt auch gedeckt wird durch das untere Bollinger Band, ja, im Bereich um 59, 49. Das wäre damit eine erste Supportzone, die auch nochmal nach oben drehen kann. Für den Fall der Fälle sollte ein Fehlsignal werden. Ja, würde hier unten aufdrehen und wieder zurück mittig in den Channel reinschieben. Sollte die aber nach unten auflösen, waren sie sich einig, dass wir dann zum Gap bei 27 und eben auch zum letzten Tief Richtung 509 weiterhin abtauchen könnten, weil ja eben, wie gesagt, die Aufwärtstrendlinien alle schon gebrochen sind und dann eben auch mit einer Tieffolge interessant wäre, eben ein neues, tieferes Tief vielleicht auch zu setzen. Ja, soweit die Betrachtung aus der Brille.
Ich stehe da überall dahinter, sonst würde ich es euch jetzt hier nicht zeigen und auch so sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen von der Zeichnung abweicht, wie wir sie hatten. Technische Analyse lässt immer mehrere Einschätzungen zu. Ich kann mich hinter die vollkommen dahinter stellen. Deswegen können wir das jetzt erstmal so weiter verfolgen und betrachten. Und für mich ist es genauso der Fokus jetzt hier eben oben erstmal auf der Oberseite. Insbesondere dadurch, dass wir am Freitag eben von oben nach unten gezuckt haben, wird es sehr, sehr wichtig, wie sich der Markt da am Montag oben verhält. Wenn er denn überhaupt nach oben nach oben geht, solange er zwischen den Kanten bleibt, hat er grundsätzlich die leichte Tendenz zur Seite hin. Ja, aber ich könnte mir das gut vorstellen, eben weil wir am Freitag hier so gut in der, also die 350, 300 erreicht haben. Wir haben sie erreicht und unten keine Signale gesetzt. Und das lässt für mich schon den Schluss zu, dass er es nochmal probiert. Und ich glaube, der Striezel war das ja, der dann auch gesagt hatte, dass er hier einplanen würde, dass wir erstmal am Montag, morgen vielleicht oder vielleicht sogar am Dienstag, ja, diese Kante erreichen und dann uns nochmal deutlicher abstoßen. Wobei wir uns dann auch einig waren, das würde eher schon für den Montag passen. Dienstag wäre schon fast zu spät, wenn das denn direkt angeht. Ja, dass er dann hier reinballert und dann müsste man wirklich gucken, wie reagiert er. Wenn er sich da oben abstößt, hätte man natürlich auch eine gute Chance wieder nach unten rein. Das soweit erstmal die Brille. Ich bin jetzt dann auch wieder zu Hause. Das heißt, ich kann mir morgen den ganzen Tag Zeit nehmen und mal den neuen Rechner dann herrichten. Das heißt, ihr habt nicht mehr das alte Format, habt auch wieder vernünftiges Mikro, alles wieder im regulären Ordnung, in der regulären Ordnung. Werde dann hier vielleicht auch mal noch die ein oder anderen Linien wieder ergänzen, ja, dass wir unsere wichtigen horizontalen Marken reinkriegen. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich alle Mails beantwortet kriege, aber zumindest, dass ich vielleicht morgen die Technik erstmal wieder auf Vordermann bringe und hier auch den Ersatz-Laptop dann ablöse, damit ihr auch wieder ein gewohntes Klangbild habt. Ja, der ein oder andere hat sich ja schon drüber beschwert, das ist vollkommen legitim, aber ich habe halt leider keine andere Möglichkeit gehabt. Die Alternative wäre, gar keine Analyse zu machen. Und ich glaube, da würden sich mehr beschweren, als wenn man hier mal kurz in ein kleines knackendes Mikro und ein komisches formatiertes Fenster drauf gucken. Okay? Ja, von daher wünsche ich euch einen guten Wochenstart, schönen Monatsauftakt und dann hören wir uns morgen wieder für die Analyse zum 2.7. Bis dahin, tschüss.